So, guten Tag, hallo, grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pelka unterwegs on Road. Mit Paul diesmal unterwegs. Also, der eine ist krank, der andere hat Urlaub. Also muss ich jetzt mal mit dem Paul eine Runde drehen. Der Paul, den kennt ihr ja schon, der macht hier mein Instagram und alles, so die ganzen Bilder. Und jetzt macht der Paul auch mal einen Film, weil wir haben gesagt, okay, das Jahr nähert sich dem Ende. Wir wollen noch einen Film raushauen dieses Jahr. Und deswegen machen wir heute mit dem Paul zusammen unseren Taycan Turbo S Cross Turismo. Das Auto ist noch ganz original. Wir werden da auch wirklich nichts umbauen, weil wir die Entwicklung erst im Januar anfangen. Aber uns interessieren natürlich schon Sachen wie Reichweite, Topspeed, 0 auf 100, 100 auf 200. Und mit dem Ding werden wir heute alles testen. Gell, Paul? Ja, freu mich. Also, legen wir los? Ja. Los geht's. Wie ihr schon natürlich sehen könnt, was ich schon gemacht habe an dem Auto, ist eine Tieferlegung. An alle Taycan-Fahrer da draußen, egal ob Taycan Cross oder Taycan Coupé oder Taycan was weiß ich, was er alles kann, ne? Ich kann für euch das Ding schon tiefer legen. Wenn ihr da Informationen braucht, einfach am besten kurz anrufen beim Benny. Ja, der Benny weiß alles Bescheid. Ihr könnt tiefer legen auf euren Wunsch. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, wollt nur 1 cm runter, machen wir 1 cm runter. Wir können bis 3 cm runter gehen. Das ist jetzt hier noch nicht ganz die tiefste Stellung. Das ist jetzt die mittlere Stellung hier vom Normalfahren. Was ich richtig geil finde, sind natürlich die Felgen. Ja? Wie ihr seht, echtes Carbon. Ja? Ich kann euch sagen, Ferrari 488 Pista zum Beispiel gibt es auch Felgen mit Carbon, aber da ist nur Carbon drauf laminiert auf die Felge. Das heißt, es ist Quatsch, ja, das ist echt. Was ist hier beim Taycan noch cool? Ja, ich finde zum Beispiel, man ladet, ja, fährt man einfach mit dem Finger drüber und schon geht das Zeug auf. Auf der linken Seite habe ich nur das normale Laden bis, weiß ich, wie viel kW. Schreibt mal drunter, wie viel kW da durchgehen, ja, machen wir zu. Und dann können wir natürlich rübergehen auf die andere Seite. Und hier habe ich natürlich die richtige Dose. Aufnehmen kann er, glaube ich, bis zu 300, 350 kW, bin ich mir nicht ganz sicher. Auch alles andere ziemlich sehr schön gemacht. Ja, ich habe hier die Griffe, wo praktisch eben sind mit der Karosserie wegen der Reichweite. Ich greife hier einmal drunter, zack, die gehen hoch. Ja, und mache ich ein paar schon mal die Tür auf. Feuerlöscher habe ich mir natürlich gegönnt, ja, wird wahrscheinlich nicht für das Auto hier sein, weil wenn das Auto hier anfängt zu brennen, dann kommst du mit so einem Löscher nicht weit, ja, aber wenn natürlich unterwegs bist und irgendwas anderes Kleines brennt, so ein 1,4 Liter TFSI oder sowas, machst du kurz und dann ist aus die Flamme, gell? Was gibt's da noch zu sagen, Paul? Eigentlich nicht mehr viel. Lass uns einfach einsteigen und ein bisschen losfahren, ne? Zündung geht alles automatisch schon an, da weiß ich, wie los, Paul, also steig ein, dass wir losdüsen. Was ich sehr toll finde jetzt zum Beispiel ist, wir haben jetzt eine Außentemperatur von 6 Grad und ich komme hier rein, die Temperatur ist nicht kalt, weil ich habe halt so eingestellt, dass das Ding sich warm hält. Es geht sofort beim Paul und bei mir die Sitzheizung auf Stufe 1 an. Ja? Sitzheizung bei dir und bei mir geht direkt an und was auch cool ist, sofort Lenkradheizung angegangen. Ja? Also das heißt, das Auto merkt halt, wenn es draußen frischelt, gell? Da macht er halt Heizung an, dass alles warm bleibt. Ne? Und deswegen habe ich euch gesagt, das mit der Reichweite wird nachher spannend. Ja? Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Ja? Wir werden viel Vollgas fahren. Los geht's. Wow. Das ist was. Ne? Ja, da ist halt einfach alles schön. Nice. Und das ist das, was mir so gefällt. Weißt du, Paul, in der Stadt, wenn du dann so 2-3 Kilometer fährst, auch nach, weißt du, den ganzen Tag haben wir lauter Autos bei uns und immer Auspuff, der ist AK-47 und dann fährst du halt einfach nach Hause gechillt, leise, das fühlt sich an wie ein Gleiten auf der Straße. Was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt mal laden gehen. Ja, wir haben hier in Bad Mergentheim eine Ladestation, die macht 100 kW und da fahren wir jetzt hin und dann gucken wir mal, wie lange das dauert, bis das Auto voll wird. Ja, dann machen wir das Ding voll und dann gehen wir auf die Autobahn. Der Jalthofen hat gefragt, was dein Porsche wiegt. Ja, was wiegt er wohl? Klar ist er schwer durch die Batterien und im Fahrzeugstein steht, Gewicht, denke ich gleich an Stein. Im Fahrzeugschein steht drin 2400 Kilogramm. Schon ordentlich oder geht es? Ja, also gut, das Gute ist halt von null, ne? Dadurch, dass das Drehmoment direkt da ist und keine Verluste mehr oder weniger da sind, beschleunigt es schon ganz nett. Ja, auch mit diesen 2,5 Tonnen mit uns drin. Aber das werden wir jetzt ja gleich sehen auf der Autobahn, wenn wir jetzt checken 0-100. Wir gucken mal, was die angeben, was Porsche Serie angibt, ob er das auch macht. Ja. Bin gespannt. Blinker links, Neifahre.
Hier wird ein neues Baugebiet gemacht in Bad Mergentheim. Und da ist natürlich noch gar nichts. Ja, die Straßen sind schon alle fertig, die Bauplätze werden gerade noch verkauft. Und wir haben hier von den Stadtwerken hier eine sehr tolle Ladestation. Schau, kein Auto ist hier. Wir können uns jetzt hier hinstellen. Dann versuchen wir mal zu laden. Was machen wir als erstes? Wir machen die Luke auf. Wir wollen natürlich schnell laden. Das heißt, wir machen hier auf und holen uns mal das dicke Ding. Okay, ich mache das jetzt hier mit der App, mit der Ladeverbund-App. Gehe ich jetzt hier rein. Zack. So. Dann mache ich hier direkt laden, QR-Code scannen. So, und jetzt gehe ich hier hin. Zack. Bumm. Jetzt laden. Kostenpflichtig starten. Ich nehme mal das Ding raus hier. Hier, nein. Das Ding. So, ist drin. Zählerstand. Gibt es auch. Startzeit 12.23 Uhr. Jetzt gucken wir mal, wie viel das Ding gibt. Ladung wird vorbereitet. Akkustand ist 21%, erkennt er. Und das ist jetzt die Leistung, die er jetzt reinbrettert. Der fängt mit 50 kW schon an und er wird hochgehen, wahrscheinlich bis 99,9 kW. So, und jetzt ist ja echt kalt, Paul, ne? Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie, wenn jetzt da, hier draußen kann ich nicht warten, also werden wir uns jetzt ins Auto setzen. Ja, und jede Zeit, wo der ladet, mache ich ein bisschen Files, ja, weil da kann ich die Zeit nutzen. Und wir machen uns schön die Standheizung an, weil während der Ladezeit muss man auch gewärmt werden, gell? So. Hier in der App jetzt sehe ich jetzt zum Beispiel jetzt den Ladevorgang. Wir haben jetzt knapp 71 kW reingeladen. Ja. Blockiergebühr ist 0 hier, ja, auf dem Parkding. Und ich habe jetzt Kosten von 22 Euro knapp. Wir sehen hier 94% Akku geladen, Reichweite 320 Kilometer. Das heißt, bei normaler humaner Fahrweise komme ich für 22 Euro 320 Kilometer. Ist okay, ne? Aber du weißt ja, wir gehen gleich auf Autobahn, wir werden brettern. Ich freue mich schon. Ich denke mal, dass wir, wenn wir wirklich so mal 260 oder je nachdem Topspeed fahren, dass das recht schnell leer wird und eine Reichweite wahrscheinlich um die Hälfte sein wird. Ich denke mal, Vollgas maximal 150, 170 Kilometer, viel mehr wirst du, glaube ich, nicht kommen. Wir machen jetzt Kabelchen weg, machen Klappe zu und dann geht's los, Paul. Zack. Eine Stunde haben wir geladen. 77 kW. Das Ding ist zu, komm rein, es geht los, auf die Autobahn, auf geht's. Wir haben Reichweite 340 Kilometer, der Akku ist 96% voll. Weil ich habe gehört, wenn du nicht mit Launch Control fährst, ist das Auto etwas langsamer. Es geht los mit Launch Control. Wow. 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 und es geht weiter, der beschleunigt weiter, 230, also das Ding ist schnell auf 250, schaut euch das mal an. So, die Leistung geht jetzt ein bisschen zurück, 252, 54, 55, Topspeed, so, 258 Tacho ist der Topspeed hier, schneller, ne, 259, ich habe das gesehen, so, schneller geht er nicht. Wir fahren jetzt hier 259 die ganze Zeit, sehr angenehm. Die Reichweite 269, ja, jetzt tut er halt voll laden hier, wie wir sehen. Gucken mal drauf, Paul. 0 auf 100, 3,33 Sekunden. 100 auf 200, 6,9 Sekunden. Ja, ist okay. Halbe Meile 17 Sekunden, Viertelmeile 10,9 Sekunden die Viertelmeile mit einer Höchstgeschwindigkeit von 206,22 km/h. Läuft nicht schlecht, gell? Los geht's. Launch Control, los geht's. Wow. 100, 110, 120, 130, 140, 150. Oh Gott, das ist echt schnell, das Ding. Also für Elektro muss ich sagen, Hut ab, ey. Echt, das ist ja Wahnsinn. 230 wieder, 240, 250 und Vmax drin. Leistung geht, der Balken geht langsam zurück. Die Leistung ist jetzt voll. So, wir fahren, aber trotzdem Vollgas, die Reichweite, der passt es an, also 250 haben wir noch. Wenn ich jetzt wieder auf Range mache, dann haben wir jetzt wieder eine Reichweite von 284, also seht ihr, das ist top, 284, wir sind jetzt schon ein paar Kilometer gefahren. Gefällt mir, Paul. Gefällt mir auch. Funktioniert. Hörst du es? Das ist einfach. Ja. Schiff. Guck. Das ist geil. Paul, wie fühlt sich das für dich als Beifahrer an? Wird dir schlecht ein bisschen, oder? Also wenn ich jetzt nicht in die Kamera reinschaue, dann geht's klar.
Aber vorhin wurde mir ein bisschen schlecht, weil ich auf das Display geschaut habe. Also ich war einmal Beifahrer in dem Auto und wenn du da halt Vollgas gibst, ist es ungewohnt, weil das Ding einfach durchbeschleunigt, weißt du? Es ist nicht so, dass du da den Schaltvorgang merkst, sondern das zieht halt kontinuierlich durch. Da fehlt dieser Schaltvorgang, ja? Und da wird es mir halt auch, ein bisschen ist mir da schlecht geworden, ja? So, also ich gebe mal Gas. So, 180. Also bis zu 250 zieht er echt sauber durch, ne? Und jetzt merkst du, geht Leistung wieder zurück. Jetzt ist V-Max. Jetzt wird's auch richtig. So. Und jetzt fahren wir mal 250. Trotzdem, also kaum Windgeräusche, ist alles easy, alles leise. Gefällt mir. Kann man lassen. Kann man lassen. Jetzt haben wir Batterie 74%. Mit 95 sind wir los. Wir haben jetzt einen 40 Kilometer. Aber mir ist ein bisschen schlecht als Fahrer jetzt. Es wird sehr warm. Weil die Beschleunigung einfach so ungewohnt ist. Ja? Was ich auch lustig finde, ist, ich habe das ja mal gepostet in Instagram, dass ich jetzt den Taycan habe und ich habe echt von 3, 4, 5 Leuten halt so Kommentare gekriegt, ja, wie kannst du als Tuner elektrisch fahren und so, weißt du, aber ich meine, ich sehe das ja als Business. Ja? Wenn ich jetzt nicht auf den Zug drauf springe und nicht anfange, Elektroautos zu machen, dann bin ich irgendwann zu spät. Ja? Und deswegen, man muss ja immer nach vorne schauen, immer nach vorne denken und mit der Zeit mitgehen, weil sonst können die ja alle zumachen in 10 Jahren. Ja? Also. So, meine Freunde, wir waren jetzt unterwegs und Paul ist immer noch schlecht, mir auch ein bisschen. Fazit ist, einfach für Elektro-Faszination pur, ja, das Ding marschiert einfach, ja, traurig ist halt wirklich diese Topspeed-Geschichte, ne, weil man kennt es von Porsche eigentlich nicht, dass sie auf 250 abriegeln, ja, und das muss definitiv aufgemacht werden, weil das Potenzial ist da und das Ding fährt easy 300, ja, so schnell wie der auf 250 hoch ist. Ja. Ich kann das jetzt mal hier sagen, wir sind gefahren, ich und Paul drin, 0 auf 100, 3,3 Sekunden. 100 auf 200 mit dem Paul drin, 7,19 Sekunden. Ja. Und wie gesagt, ohne Launch Control, 100 auf 200 waren 8,3. Das heißt, es ist wirklich so, dass er ohne Launch Control einfach eine Sekunde langsamer ist, 100 auf 200. Das heißt, da fehlen gute 100 PS. Wäre es ein guter Familienwagen, so mit Kinderwagen, Kindersitz? Also ich könnte jetzt hier auf jeden Fall mal 2 Kindersitze hinten reinmachen, da ist Vorrichtung für Isofix. Bei 3 Kindern wäre es dann schon problematisch. Ich bevorzuge diesen Taycan Cross auf jeden Fall gegenüber dem normalen Taycan, weil du einfach viel mehr Platz hast, auch Kofferraum hinten hast du viel mehr Platz. Und ja. Jetzt hast du auch noch gleichzeitig die Frage von Marlon beantwortet, der wollte wissen, warum der Turismo. Ach so, Marlon, ja, ja genau. Ja. Einfach vom Platz her und von der Größe. Und ich muss euch sagen, Paul, steig mal mit aus, gehen wir nochmal hinter, dann siehst du es selber. Ja, sieht einfach geil aus. Einfach sagen muss, dass das Ding von hinten einfach 1000-mal besser aussieht wie so ein normaler Taycan. Erinnert mich ein bisschen irgendwie an so Panamera Cross Turismo, ne? Der Leon Ganzenmüller will wissen, wie ist der Komfort auf eine längere Distanz? Achso, was soll ich dazu sagen? Längere Distanz? Erstmal, was ist eine längere Distanz? Also bei mir ist eine längere Distanz, sage ich mal, 1000 Kilometer plus. Wir sind jetzt gefahren auf der Autobahn, klar nur Vollgas, aber wenn wir normal fahren würden im Komfortmodus, ist es sehr angenehm zu fahren. Man kann sehr lange Strecken fahren, ja, weil einfach es ist ruhig in dem Auto durch die Privacy-Verglasung und alles. Du hast kaum Windgeräusche, was halt Porsche ist. Es fühlt sich einfach sehr, sehr easy an, ja. Es ist alles sehr schön zum Fahren. So, ein Fan ist gerade vorbeigefahren, hat gewunken, hat Gas gegeben, gell? Sind wir eigentlich durch? Viele haben immer das Gleiche gefragt, ne? Hier Topspeed, 100, 200, ja. 0, 100. Weil das halt viele interessiert. Also, genau. Wenn du jetzt vergleichst mit anderen Verbrennermotoren, die 0 auf 100, sowieso klar, ist das Ding so schnell wie ein Porsche Turbo S. Er kann schon mit den Supersportwagen mithalten. Also so ein alter Lamborghini Aventador mit 700 PS hat keine Chance gegen das Ding. Keine. Ja? So. Das war's für 2021. Ich wünsche euch natürlich schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns 2022 mit neuen Folgen von PP Performance on Tour. Nein, wir werden Taycan versuchen zu machen. Wir machen Taycan. Also, alles Gute euch. Tschüss.